Und da sind wir wieder mit einer Magazin-Review. Zumindest sieht's so aus, denn das ist kein Magazin, sondern... This is something else. Ja, so könnte man es auch sagen. Ein Rätselspaß mit einer coolen Minifigur drin, Grief Karga. Da gehen wir aber später noch genau drauf ein. Jetzt entfernen wir erstmal den Plastikbeutel, den Gefrierbeutel, und zwar... Hurra! Das ist interessant, das ist mit so einem Clip gesichert. Ja. Da haben wir unsere Figur, gucken wir doch erstmal rein. Wir haben sogar eine detaillierte Bauanleitung, damit wir nicht zu blöd sind, eine Minifigur zusammenzustecken. Hervorragend. Jetzt echt? Und Grogu lässt sich eine geile Limo schmecken. Rein, was haben wir hier zum Beispiel? Absolut einfache Quest, einfach dieselbe Farbe anmalen. Also in dem Fall Tusken Raider Stab, Tusken Raider Stab. Darksaber, Darksaber und so. Also nicht gerade krass. Da haben wir was zum Weiterkolorieren. Allgemein richten sich diese Hefte an eine, glaube ich, noch jüngere Zielgruppe als die Magazine. Das Schlammhorn sieht ziemlich cool aus. Ja, ausmalen ist natürlich auch, soll natürlich Grogu später geben. Also ja, bestimmt nett für eine jüngere Zielgruppe. Ah, der Stormtrooper, der sieht aus, als wenn er fetten Boogie aufs Parkett legen will. Also wenn ihr auf so Rätselspaß steht, ist das bestimmt nett. Hier haben wir auch die Lösungen der Rätsel. Könnt ihr euch kontrollieren. Alles nicht sonderlich spektakulär. Dieses Video ist übrigens sponsert bei meiner Mom. Mama! Dankeschön an der Stelle. Kommen wir jetzt zum einzigen Punkt, warum sie mir das Heft auch mitgebracht hat. Nämlich diese Figur. Wir erinnern uns, wir hatten schon mal ein ähnliches Heft mit Chewbacca drin. Und jetzt eben Grief Karga. Und wenn ich recht in der Annahme gehe, dann ist es der Grief Karga aus der Murada, die jetzt dann auch vom Markt gegangen ist. Heißt, wenn ihr den verpasst haben solltet, ist es nochmal eine Möglichkeit für euch, an den ranzukommen. Da haben wir ihn, den guten Grief Karga. Wie gesagt, coole Version. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ich mich irre, aber das sollte der aus der Murada sein. Mit zwei Pistols, kein Wendegesicht, schade. Ansonsten aber schön bedruckte Figur, simpler Rückenprint, und wir haben noch ein Stück Beskar, nehme ich an, soll das darstellen. Ja. Lego hat da schon so ein bisschen ihre Probleme mit Beskar, ob es jetzt Flat Silver oder Dark, also das ist, glaube ich, Metallic Silver sein soll. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine coole Möglichkeit, den mitzunehmen. Wenn ihr ihn noch nicht habt, schlagt zu. Das Heft kostet 6 Euro, also ist ein stattlicher Preis. Nochmal 1 Euro mehr wie die Minifiguren-Dinger, aber dafür ist das auch eine, sag ich mal, Figur, die man nur in einem Set kriegt, das etwas mehr kostet. Also es lohnt sich dann vielleicht doch für den einen oder anderen. Ja, das war eigentlich auch schon von diesem Video. Deswegen... Shut up! Ja, genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!